Die Erde dreht sich um die Sonne. Dies ist heute allgemein jedem bekannt. Doch es war nicht immer so. Diese Erkenntnis haben wir dem Mediziner, Kirchenrechtler und Astronomen Nikolaus Kopernikus zu verdanken. Schauen wir uns doch in der heutigen Folge einmal an, wie er zu seiner Erkenntnis kam und wer er eigentlich war. Nikolaus Kopernikus kam am 19. Februar 1473 in Thorn zur Welt.